memories are worth and sign of music. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal auf German HD. Und zwar mit einem weiteren GTA 5 Video für euch. Und zwar geht es in diesem Video um ein sehr, sehr trauriges Easter Egg, was Rockstar in GTA 5 hat. Ich weiß leider nicht, ob dieses Easter Egg schon lange im Spiel war oder ob Rockstar Games das erst vor kurzem hinzugefügt hat. Das kann ich euch leider nicht sagen. Inspiriert wurde ich durch dieses Video, weil ich habe dieses Video bei dem ID-Zock gesehen und habe mir gedacht, dieses Video hat mich so mitgenommen und diese Geschichte, die dahinter steckt, hat mich so berührt. Und da habe ich mich dazu entschlossen, euch diese Geschichte mal mitzuteilen, wenn ihr davon noch nichts gehört habt. Und zwar habt ihr diesen Hund bemerkt auf dem Friedhof. Ist eigentlich nichts Neues oder man würde so eigentlich nicht drauf achten. Aber wenn man diesem Hund mal hinterhergeht, bemerkt man, dass sich dieser Hund an ein Grab setzt. Und das ist auf jeden Fall schon ein echt schöner Moment, wo ich sage, ey, das ist wirklich schön, das ist wirklich mitreißend. Und ich würde euch das Ganze hier nicht erzählen, wenn das einfach nur so eine erfundene Geschichte wäre. Wenn es eine erfundene Geschichte wäre von Rockstar Games, wäre das natürlich sehr, sehr schön. Und zwar könnt ihr das nämlich auch im Story-Modus mal selber machen. Und zwar müsst ihr euch nachmittags einfach nur zum Friedhof begeben und da werdet ihr dann einen Hund bemerken und dem müsst ihr dann folgen zu diesem Grab. Es kann auch sein, dass der Hund weiß ist. Bei mir in diesem Fall war er schwarz. Und zwar basiert diese Geschichte auf einer wahren Begebenheit. Und zwar passierte das Ganze 1858 in Schottland. Es war ein Mann, er war Polizist, sein Name war John Gray. Er war Polizist in Schottland und er ist 1858 gestorben. Er hatte einen Hund namens Bobby und dieser Hund war so traurig über den Tod seines Herrchens, dass dieser Hund tatsächlich 14 Jahre lang, überlegt euch das, 14 Jahre lang jeden Tag zum Grab des Herrchens gegangen ist und um ihn getrauert hat. Das ist echt schon der Wahnsinn, dass dieser Hund wirklich 14 Jahre lang wirklich jeden Tag bei Wind und Wetter zu diesem Grab gegangen ist und wirklich auf sein Herrchen dort gewartet hat und hat darauf gewartet, dass sein Herrchen zurückkommt. Aber wir alle wissen, dass sowas leider nicht funktioniert, aber der Hund wusste das nicht. Er hat immer damit gehofft, dass sein Herrchen eines Tages zurückkehren wird. Laut Augenzeugenberichten ist der Hund nur zum Schlafen und zum Essen mal weggegangen und ist dann anschließend sofort wieder zum Grab seines Herrchens zurückgekehrt. Und nach seinem Tod von Bobby ist ja der Hund, wurde dem Hund tatsächlich ein Denkmal gesetzt. Und zwar geschah das Ganze 1872, wurde dem Hund ein Denkmal gesetzt in einer lebensechten Statue. Und was auch noch schön ist, was heute leider undenkbar ist, war früher wahrscheinlich normal. Und zwar hat man seinen Hund Bobby mit auf den Friedhof begraben, wo sein Herrchen gelegen hat. Und sein Grab war auch nicht weit weg von seinem Herrchen. So konnten auf jeden Fall der Hund und sein Herrchen wieder miteinander vereint sein. Was ich auf
persönlich eine sehr, sehr schöne Geschichte finde und ich fände es auch sehr, sehr geil, dass Rockstar Games so etwas ins Spiel einfügt. Aber wie gesagt, ich kann euch leider noch nicht sagen, ob dieses Easter Egg neu ist oder ob es das schon immer gegeben hat. Das weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall finde ich das eine sehr, sehr schöne Geschichte und die Tatsache, dass es auf einer wahren Begebenheit beruht, dass das Ganze wirklich schon mal passiert ist, ist wirklich sehr, sehr schön. Was haltet ihr von dieser Geschichte? Wenn ihr das Ganze genauso packend findet wie ich und so mitreißend, dann zeigt mir das doch einfach mit einem Daumen nach oben. Lasst dem ganzen Video ein Like da, wenn ihr das genauso fasziniert findet wie ich und schreibt einfach mal in die Kommentare, was ihr von diesem Hund haltet und oder generell die Beziehung von Tier zu Menschen. Schreibt das Ganze einfach mal unten in die Kommentare, Freunde. Und dann werde ich mit diesem Video auf jeden Fall erstmal durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, was zu tun ist. Und dann würde ich noch sagen, bleibt gesund, meine Freunde. Bleibt treu. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video von German HD. Ciao.